EM-Orakel des Tölzer Kurier und es wird spannend. Deutschland gegen Ukraine und wie entscheidet sich unsere Maus? Läuft sie zum deutschen Tor oder läuft sie zum ukrainischen Tor? Läuft sie zum deutschen Tor? Hat Deutschland ein Tor geschossen? So die Regeln. Maus ab! Oh, jetzt hat, ja, sie sucht noch. Es ist wie beim Eishockey. Hinter dem Tor wird auch gespielt. Ja, sie will erst raus aus dem Spielfeld. Man sieht sie jetzt gar nicht so hoffentlich. Aber auf jeden Fall ein umtriebiger Spieler, ein Dribbelkünstler vor dem Herrn. Und wie ist die Stimmung im Stadion? Das frage ich mich. Ja. Es bleibt spannend hier. Jetzt ist die Ukraine nah dran am Tor. Die Deutschen in der Defensive aktuell. Ein unfassbar spannendes Eröffnungsspiel für die deutsche Mannschaft hier. Ja, zurzeit etwas zurückhaltend in der Defensive. Die Ukraine jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maus hier zubeißen wird und das 1:0 machen wird für die deutsche Mannschaft. Und jetzt ist. Und jetzt geht's. Ein schnelles Tier. Das ist oft so beim ersten Spiel. Die Mannschaften müssen sich beschnuppern. Abtasten. Und gegenseitig abtasten. Da fällt nicht gleich ein Tor. Wir sind in Spielminute 20 und die Deutschen sind durchaus optisch überlegen, würde ich sagen. Jetzt kann abgehen. Ja. Schau mal, was da gibt. Schau mal. Ja, jede Maus hat kulinarische Vorlieben. Gib das mal an. Tor für Deutschland! Ja, und dann dreht die Maus gleich ab zum Jubeln in die Kurve. Danke an die Zuschauer, das war das Tölzer Kurier EM-Orakel und Deutschland wird gewinnen. Danke Maus, hast du fein gemacht. Das ist super gemacht. Super Maus. Großartig.